Mein Name ist Tarek Ari. Ich bin Willi Klöcker. Ja, mein Name ist Dirk Heseberg. Ich fährt Kagen. Und im wirklichen Leben bin ich Hufschmied. Steuerfachangestellt. Ich mache Kataloge. Und ich bin der Barber. Schnurrbärte sind für mich das letzte i-Tüpfelchen im guten Style eines Mannes. Ja, ich finde Schnurrbärte geil. Freue mich, wenn Leute das verkörpern. Aber ich finde Schnurrbärte einfach mega cool, allein weil schon mein Opa einen coolen trägt und er ist mein Lieblingsmensch. Als die bin ich aufgewacht morgens hatte so einen Busch. Gab's kein Schnurrbart, hätte direkt volle Programm. Ich trage meinen Schnurrbart schon seit über 20 Jahren. Der November ist für mich in erster Linie eine Erinnerung an meinen verstorbenen Vater. Vor 5 Jahren habe ich erstmals mitgemacht, kurz nachdem er gestorben war. Und es ist für mich wichtig, das Thema Männergesundheit in diesem Monat verbunden mit einem coolen Style in den Fokus zu rücken. Der November steht für mich für was ganz Wichtiges, da ein Kumpel von mir an Hodenkrebs erkrankt ist. Und wäre da zur Untersuchung ein bisschen früher gegangen, hätte man ihm, glaube ich, ein bisschen besser helfen können. Der November, habe ich erst gedacht, das war irgendwie ein Schreibfehler vom Monat. Der November ist für mich wichtig, weil es ja auch um Themen wie Prostata und Hodenkrebs geht. Und ich denke, das kann jeden von uns treffen. Aber ich finde es ganz cool, dass man sich um die Gesundheit der Männer auch mal ein bisschen intensiver kümmert. Ich freue mich auf den November, weil ich als Frau auch endlich mal meinen Schnurrbart stehen lassen darf. Schnurrbart für jeden! Alter, guck dir das mal an. Halb nackt. Ich finde meinen neuen Look atemberaubend. Den habe ich noch nie so hübsch empfunden. Dynamisch, jung, gut aussehen. Einfach geil. Ich fühle mich übelst geil damit. Hammer. Ja, also der große Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass beim Umstyling nicht rumgeheult wird. Oh, die Mädels, die werden mega draufstehen. 100 pro. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr mitmacht, dass ihr mitwirkt. Ihr könnt uns gerne Fotos schicken, wie ihr eure Bärte runtermacht. Ihr könnt uns Videos schicken, wie ihr das macht. Wir können alles vielleicht in einen Topf packen und beim nächsten Video alles zusammenschneiden. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Teilen. Grow your mo. Ha ha ha.